Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein kleines Infovideo. Ihr habt ja schon gesehen, der Kanal wurde ein bisschen umgeschaltet. Neuer Kanalbanner, neuer Avatar. Aber es gibt noch mehr zu berichten, nämlich gibt es ja zu Manga System auch einen Twitter-Account. Da ist auch Manga System. Link ist in der Kanalbeschreibung. Ich denke mal, das könnte euch alle interessieren. Was so gepostet wird, zum Beispiel die Sachen, die ich bei einem Unboxing nicht zeigen kann. Hier auf YouTube oder andere kleinere interessante Sachen, falls mir gerade irgendwas einfällt, was euch vielleicht interessieren könnte, dann wird es da gepostet. So wie natürlich immer, wenn ein neues Video online kommt. Also unbedingt dem Twitter-Account folgen, auch wenn wieder ein Livestream kommt. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, ich habe jetzt letztens einen Livestream gemacht. Die kommen nicht regelmäßig. Die Videos sind immer noch der Hauptbestandteil dieses Kanals. Also keine Sorge, aber ab und an mal ein Livestream ist doch mal ganz nett. Und ja, da auf Twitter kann ich dann auch ankündigen, wenn da ein Livestream kommt. Und ja, wieder sonst wieder neue Livestreams, die ab und an mal kommen. Aber da gibt es jetzt keine bestimmte Regelmäßigkeit, wann da mal ein Livestream kommt. Da kommen, ja, wie gesagt, wenn ich mal Lust drauf habe. Und wieder auf Twitter werde ich es dann auch immer ankündigen. Weiterer Punkt ist ich habe jetzt einen Zweitkanal, nämlich Gaming System. Da werden auch Livestreams drauf kommen, nämlich zu Videospielen, aber auch da immer sehr unregelmäßig, genauso wie vielleicht mal das ein oder andere Let's Play. Wie gesagt, der Kanal ist auch bei meinen Kanälen da verlinkt, also bei angesagten Kanäle habe ich den erstmal verlinkt. Das ist jetzt sozusagen der Gaming-Zweitkanal. Allerdings kommt da nicht nur Gaming-Videos, sondern vielleicht auch mal wieder eine Manga-Übersetzung oder Light-Novel-Übersetzung. Und zwar ist da sogar schon was geplant. Und das wird allerdings noch etwas dauern. Auf jeden Fall, das wird alles auf diesem Zweitkanal Gaming-System kommen. Wie gesagt, vor allem so Gaming-Livestreams zu irgendwelchen Spielen. Auch da werde ich dann auf Twitter vielleicht immer mal ankündigen, wenn da was kommt. Und ja, das waren jetzt auch soweit die Hauptinfos. Es kommen ab und an mal Livestreams. Es gibt jetzt einen Twitter-Account für Manga-System und es gibt einen zweiten Account mit dem Namen Gaming-System. Und wie gesagt, der Kanal wurde etwas umgebaut. Ja, sonst natürlich noch interessant für euch zu wissen, ein neues Intro ist bereits in der Mache. In den letzten Videos gab es ja kein Intro. Und ich habe gedacht, es wird jetzt wirklich mal Zeit für ein neues Intro. Also der Sache mit dem Intro, einige sagen, das ist zu lang. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal. Ich finde die Länge ganz gut. Und seien wir mal ehrlich, man überspringt doch sowieso die Intros nach einer Zeit. Immer, ich tue das selbst bei Videos, dass ich die Intros meistens überspringe. Egal wie kurz oder lang die sind. Aber ich finde so ein Intro immer ganz nett und ich finde so ein Video-Intro einfach ansprechender, als da irgendwie nur ein Logo einzublenden. Das finde ich doch immer recht langweilig oder irgendwelche Anime-Szenen zu zeigen. Finde ich auch recht eintönig, von daher. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das nächste Intro wird so, ich weiß noch gar nicht, wie lang das wird. Aber ich denke mal, so lang wie das jetzige. Auf jeden Fall, das Intro ist in der Arbeit. Und ja, das war es jetzt so auch an kleinen Informationen. Ich will das Video hier jetzt auch nicht allzu lang machen. Neue Videos sind natürlich auch schon in der Mache. Also da macht euch auch mal keine Sorgen. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.